viele Replays auf meinem Kanal sind damit einhergehend, dass die Spieler Top-Tier sind. Hier ist es diesmal anders. Und zwar ist der Vexing Devil mit seinem AMX-CDC als Tier 8 so gesehen Low-Tier, weil es ein 9er-Gefecht ist. Und dementsprechend hoffen wir und schauen wir doch, wie er sich hier schlagen und präsentieren wird. Der CDC, sonst wirklich für mich einer der besten mittleren Premium-Panzer im Spiel, hat zwar kein verbessertes Matchmaking, das muss man ganz klar sagen, ist ein Nachteil, weil der hat halt einfach 212 Durchschlag mit Premium, auch nur 259, also verhältnismäßig gar nicht so viel darüber hinausgehend. Und gegen 10er ist das unglaublich unangenehm. Aber er ist ansonsten sehr mobil, hat eine wirklich genaue Kanone und macht dafür viel Wett damit. Deswegen persönlich bin ich so großer Anhänger von dem, obwohl ich sonst kaum bis keine französischen Panzer spiele. Aber der Chasseur de Char, der ist wirklich sehr brauchbar. So, er bekommt jetzt aber nicht wirklich viel Schussfeld und One-on-One in der Stadt würde ich jetzt nicht unbedingt mit dem machen. Aber er fährt jetzt zu seinem Zugpartner, der mit dem M4A1 unterwegs ist, auch in dem Fall der französische Premium. Zu dem fährt er jetzt und da wollen sie jetzt hier über die Flanke kommen, weil eben frontal, dafür ist er zu weich, da wird er sonst schnell aus dem Spiel befördert. Und ich habe einen Witz, den muss ich einfach erzählen. Der ist zwar so schlecht prinzipiell, aber ja, mir gefällt er. Was heißt Sonnenuntergang auf Finnisch? Helsinki. Ich finde den gut. So, wir gucken weiter. Wir haben ja Gott sei Dank noch nichts verpasst. Außer den ersten direkten Hit und dann gleich einen Munitionslagertreffer vom T28 Prototyp. Natürlich muss er hier das gleich reparieren. Jetzt kommt er seitlich wohl auf den drauf. Der WZ ist unten. Er kommt jetzt hier auf den T28. Der achtet jetzt nicht auf ihn. Jetzt guckt er erst. Da dürfte aber noch ein Schuss locker losbekommen. Genau, und jetzt weg. Und der WZ macht den Rest. Und da unten jetzt noch der Oho. Gut, wie sie jetzt hier vorgehen. So, jetzt hat er hier sehr schön die Seite, auf die er wirken kann. Der WZ beschäftigt ihn da jetzt sehr, sehr ordentlich. Da ist eine Arti sogar. Auf die sinnvoll, dass er da jetzt umaimt, weil die könnte ihn ansonsten... Ja, schade. Hat jetzt ihm doch noch sein WZ-Mate einen geben können. So, der AT-15... Den lässt er jetzt mal stehen, den lässt er jetzt dem WZ alleine. Und er geht hier lieber auf die 9er mittleren Panzer, und zwar in dem Fall den T-54. Aber jetzt weiß der T-55 natürlich auch, okay, da hinten ist einer. Der biegt aber jetzt sogar ab, der geht jetzt nicht auf Konfrontationskurs und will hier den behaken, nee. Ah, sehr gut, AT-15 ist gekettet und jetzt ist der WZ hinter ihm. Und jetzt kann er hier noch ein bisschen drauf schießen, wobei der AT-15 wirklich da schwierig zu treffen bzw. zu durchschlagen ist. Oben am besten auf den Helm da geben. Und diese kleine Erhöhung links und rechts, Kommandantkuppel natürlich immer möglich. Aber jetzt hat er ihn rückwärts zu sich. Wobei der WZ das schon alleine besorgt. Nun zurück. 10 zu 8 steht's. Es läuft gerade sehr gut. Ein Kill zwar erst, aber 3000 Schaden. So, da kommt jetzt der T-54 wieder rum. Den hat er schon gewartet. Da hat jeder gerade einen Hit bekommen. T-54 und die Gegenschelle dann von ihm. Jetzt die Kette gezogen. Ah, da ist die Kette wieder heile. Objekt 340 rechts von ihm, aber der will sich jetzt wohl den T-54 schnappen.
Auf den hat er Lust. Und da ist er. Lustig, der Team 54 hat jetzt gehofft oder erwartet, vielleicht, dass er gar nicht mehr kommt. So. Und jetzt ergibt er sich seinem Schicksal und wird niedergemacht. Das Objekt 430 hat seinen Zugpartner zerstört. Dafür gibt es gleich die Rache in der Form einer kleinen Schelle. Der Waffenträger dafür jetzt HE umzuladen, könnte man jetzt machen. Weil natürlich, gerade mit einem geringeren Alpha, macht jeder Schaden mehr Sinn. Und den hätte er jetzt auch gehabt. So muss er jetzt die zweite Granate für den verwenden. Und hat jetzt keine mehr für das Objekt. Aber sei es drum. Drei Kills. Und 4371 Schaden. So, da ist er auch schon wieder. Da achtet er gar nicht auf ihn. Da schaut er gerade nur Richtung Haus. Will jetzt hier wohl einbiegen. Macht es auch und dann hinterhalb ans Objekt rankommen. Das meine ich halt, die Agilität vom AMX CDC, die ist wirklich sensationell. Da hat sogar ein Typ 59 bei weitem nicht solche tollen Werte. So, das Objekt lässt sich da jetzt runterfallen. Und auch der Richtbereich der Kanone ist klasse. Man kann wirklich, man kann gut nach unten schießen. Richtschütze ausgefallen. Den hat er jetzt noch schnell wiederbelebt. So, jetzt kommt das Objekt da von drüben noch Problem. Jetzt fahrt er runter. Auto-Aim prallt nochmal ab. Und jetzt, wenn er... Jetzt kann er Probleme bekommen. Ah, jetzt prallt das Objekt hinten am Arsch ab. Da hat er Glück. Und er kann den Kill machen. Ja, 4925 Schaden. 82.000 Credits hat er ausgezahlt bekommen. Und hier hinten, da müsste er ein kleines Glücksschwein haben, weil sonst wäre er zerstört gewesen. Aber Glück gehört auch bekanntlich zu World of Tanks dazu und dementsprechend schöne Runde mit einem mir sehr lieb gewonnenen Panzer. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.